alles angefangen hat. Hey, Ossi, komm nach Hause, das Essen ist fertig. Ihr habt's gehört, Freunde. Wir gehen in den Aufbau. Let's go. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Endlich wieder zurück auf YouTube. Ja, es war eine Weile ruhig um mich, aber die Zeit wurde genutzt, um die Energiespeicher wieder voll zu machen, Kraft zurückzuholen. Und ich dachte mir, es gibt keinen besseren Einstieg als da, wo alles angefangen hat, mit dem, wo alles angefangen hat. Mein ältester Bruder Sergi am Start heute, sein YouTube-Debüt sozusagen. Also wenn ihr den seht, dann nicht gleich überfallen. Spaß. Aber ja, mit dem hat es hier vor, Alter, wie lange ist das her? Ja, fast 10 Jahre. 10 Jahre. 10 Jahre kann man sagen, hat es hier angefangen. Im Five in Wetzgau. Da wir bei Moody sind und die besuchen, dachten wir uns, lassen wir uns nicht einen geilen Brustpump wie früher entgehen. Und auf jeden Fall auch nicht euch den Einstieg wieder auf YouTube. Wir haben auf jeden Fall große Ziele gesteckt. Ich bin höchst motiviert. Mein Bruder war auf jeden Fall immer auch so der Motivator. Hat damals geisteskranke Physik gehabt. Meine Eltern oder meine Mom und ich und mein Bruder scherzen ja immer, das wäre der 212-Profi aus Deutschland geworden. Ach was. Aber früher gab es noch nicht so. Ja. Es gab doch nicht so Bodybuilding in dem Sinne. Also nee, der war eher im Turnen am Start. War in anderen Sportarten eher fit. Ja, krasser Bundesliga-Turner. Jetzt, du musst dich nicht kleiner machen, als du bist, Junge. Du hast richtig stabil abgeliefert. Aber ja, ich bin dann eher mehr so ins Bodybuilding gegangen. Ich war auch der, damals dann schon die Zeitschriften gelesen und gesagt, Sergi, wir müssen so und so machen. Ja, das, wir haben es schon immer verfolgt, aber ja, also ich hatte jetzt persönlich nie das Ziel, auf die Bühne oder irgendwas zu gehen, aber ich fand es dann erstaunlich, dass der sich das dann so vorgenommen hatte. Dann war das die Breakdance-Bodybuilding-Mischung zu beginnen und ist dann abgedriftet ins Bodybuilding mit ein paar kleinen Breakdance-Einlagen. Ja, erst wollte man noch nur Vibe erklären, wie der große Bruder. Ja, mein Gott. Dass seine Bühne war das Freibad. ja, man muss ja sagen, die Zuschauer. Der Fünferturm. Weißt du, ja. Ja, Alter, der konnte richtig Triple Backflip und so vom Turnen noch. Und das hat mir natürlich, weißt du, wenn ein großer Bruder das macht, dann guckst du so, ja, genau so muss es sein bei mir auch. Relativ ja, kurz danach hat sich dann festgestellt, dass einfach nur mehr Boys um mich rumstanden und fragen, oh, wie machst du jetzt 100 Kilo Bankdrücken? Aber ja, das war so die Zeit, wie es angefangen hat. Und das war, ich sag ehrlich, das war auch mit die beste Zeit, weil man einfach nicht viel nachgedacht hat. Das habe ich von ihm auch echt gelernt, dieses einfach ins Training reingehen. Der Hauptfokus ist Spaß und sich halt richtig auseinandernehmen, so das harte das Training. Hauptsache, es hat Training. Spaß gemacht, gell? Ja. Das habe ich auch von dir gelernt. Ich sage ja immer wieder die Story, als wir angefangen haben, haben wir hier jedes Gerät. Ihr seht später das Studio. Ist jetzt nicht super riesig, aber auch nicht gerade klein, aber wir haben jedes Gerät einmal gemacht. Der klassische Cycle-Sport. Und wie war die Ernährung für den Sommer? Die Ernährung, wie war die? Was haben wir gemacht? Ja, so 3,5 Monate halt. Mhm. Dann wie viel Carbs am Tag? So maximal 50 Gramm. 50 Gramm Carbs am Tag und dann, weil wir immer dachten, ja, Low Carb ist the key. Aber es hat im Endeffekt auch funktioniert, gell? Ja. Also wir haben. War schon gut. Wir haben vielleicht ein paar Muskeln auch mit verbrannt, aber wir haben hier immer Fitnessboxen gemacht, jeden Freitag. Dann hier. Ja. Dann, ja, hat der große Bruder mir das Leben gezeigt. Der hat mir einen guten Pump beschert. Dann ist man zum Friseur. Solarium wurde auch ab und zu besucht. Ja. Und das schon mit unter 18. Also nicht nachmachen da draußen, würde ich nicht empfehlen. Aber wenn es der große Bruder sagt, dann macht man es. Und dann sind wir feiern gegangen. Also es war echt. Ja, so eine Leichtigkeit sein und aber auch coole Zeiten. Weißt ja, so. Auf jeden Fall. Ich wünsche mir für viele da draußen, dass die halt auch genau sowas haben, wie du mir damals gezeigt hast, weil das halt das so das richtige Ranführen an das Ganze. Jetzt kümmert sich jeder um Supplement XYZ, um Split das, weißt du. Du kennst ja meine Fragen in Insta, was die immer stellen. Ja. Welcher Split ist der beste? Jungs, ihr könnt, und Mädels vor allem auch, ihr könnt trainieren, wie ihr wollt. Spaß sollte im Vordergrund stehen. Ja, Mischung aus Motivation und Spaß und dann wird das von alleine so. Ja. Kann man es immer noch optimieren, aber so der Grundbaustein, finde ich, ist erstmal überhaupt anzufangen und Spaß daran zu haben und danach kann man das alles noch feinschleifen und optimieren mit Supplements und sonstigen.
Sachen so. Worte vom großen Bruder, schreibt sie hinter die Ohren, da kann ich nichts hinzuzufügen. Aber das ist auf jeden Fall ja, die Quintessenz, was man da rausziehen kann. Und ich muss sagen, die letzten 2 Wochen, 1,5 Wochen, habe ich genau das gemacht. Ich schon Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil ich einfach Spaß hatte wieder. Ihr kennt's oder einige von euch sind auch Wettkampfathleten, die kennen's, wenn man in so einer Vorbereitung ist. Du bist so fokussiert auf das Ziel, es macht trotzdem Spaß, aber du hast dann doch nicht mehr diese Leichtigkeit und den Spaß, wie man so hat, wenn man mit seinem Bruder oder so zusammen trainiert. Und deswegen die letzten 2 Wochen war ich ja nicht aktiv auf Social Media, ich habe aber einfach das gemacht wie früher. Wir waren immer zusammen morgens trainieren, haben einfach das gemacht, worauf wir Bock hatten. Und das hat absolut gut getan, also es hat mich voll zurückgeholt und ich bin jetzt ja, wieder richtig fresh am Start. Das hat der ein oder andere mir auch geschrieben, so ey, dein Auftreten, also man sieht sogar über Social Media, hat sich voll verändert im Sinne von, man sieht erholter aus und so, und das kann ich auf jeden Fall auch als Feedback wiedergeben und kann es auch euch nur raten, wenn ihr mal ja, einfach denkt im Leben, ey, jetzt ist gerade zu viel, jetzt ist gerade gut, egal welche Phase, dann haut eine Pause rein und ich garantiere euch, die wird euch gut tun. Und Pause in dem Sinne war ja nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe, sondern wir einfach das Ganze nicht so verkopft hatten. Wir haben nicht nach Trainingslogbuch trainiert. Wir haben heute gesagt, wie heute, was trainieren wir? Ja, lass Brust machen, okay. Und das ist auch manchmal ganz wichtig, da ein bisschen weniger mit Kopf reinzugehen. Aber ja, jetzt haben wir hohe Ziele gesteckt. Der Junge ist auf jeden Fall bereit für einen Angriff wieder. Jawohl, Junge. Es wird schon Zeit. Es wird auf jeden Fall Zeit, da jetzt wieder richtig anzugreifen. In diesem Sinne gönnen wir uns noch unseren Crank und dann geht's los mit Training. Junge, heute Morgen, ich sitze auf der Couch, der kommt rein, der sagt, der ist noch oldschool, wisst ihr, der hat jetzt noch Facebook. Ja, und Zuschauer. Der sagt, rein, Junge, ja. Guck auf Facebook, zeig mir so, was steht drauf, vor 10 Jahren, Erinnerung, ja. FIBO. Weißt du noch, welche war das? FIBO 2014. Ja, mit waren Aleko wir am Start und du. Mit Aleko, meinem besten Kumpel, meinem Bruder und dann, ja man, hast du mich auch bei Alon Gabay, ja. Bester Mann. Das super, war damals war das. So mein Vorbild, hat der mich so gedrängt, zieh aus. Ich mit 14, shredded, die Low-Carb-Diät gemacht für die FIBO und mich darunter geschreddet. Und dann hatte ich mich nicht getraut, so mich mein T-Shirt auszuziehen, hat der so gesagt, komm, stell dich hin und mach. Können auch ein Foto einblenden hier, wenn ich es finde. Das war absolut, cool. Absolut coole Zeit. Ich weiß noch, danach gab es diese Energy Cakes. Gab es doch am Sonntagabend, die waren alle 3 Tage da. Gab es die irgendwie für 5 Euro das Paket. Und dann auf der Rückfahrt einfach von Köln nach Stuttgart irgendwie 7 Stück von uns jeder gegessen. Das sind dann 3000 Kalorien in Form von Haferriegel. Also da hat Beefy auf jeden Fall 2x Pfötchen gegeben. Ja. Und das war schon eine wilde Zeit, FIBO richtig geil. Das war auf jeden Fall mal ein gutes Event. Immer für Motivation und so. Und sich nochmal motivieren konnte und nochmal alle so seine V-Bilder anschauen konnte. Das war krass, ja. Habe ich richtig gefeiert, waren immer von morgens bis abends am Start. Morgens bis abends, ohne Abbruch. Immer in der Bodybuilding-Halle so, wow, dass da nochmal alle Proben gegeiert und so. Aber die steht auch wieder vor der Tür auf jeden Fall. Nächste Woche ist es soweit. Also wenn ihr Sergi da auch dort sehen wollt, schreibt es jetzt in die Kommentare und macht Druck. Sergi auf die FIBO. Dann kriegen wir den Junge vielleicht auch nochmal hin. Tickets sind auf jeden Fall schon begrenzt, wie ich gesehen habe, oder sogar ausverkauft tatsächlich. ESN wird auf jeden Fall am Start sein und ich auch. Ich werde Samstag und Sonntag für euch da sein. Standzeit gibt's nicht, ich bin den ganzen Tag da, ihr kennt meine Mentalität, was die FIBO angeht, Last Man Standing. Ja. Wenn ihr die ganze Reise auf euch nimmt und dahin kommt, dann will ich jeden beglücken. Ich weiß noch, letztes Jahr stand ich da noch am Ende, am Abend beim 6. macht es glaube ich zu, stand ich noch bis 8. vor der Halle am Nordausgang oder so, hab Picks gemacht. Ob das diesmal so klappen wird, weiß ich jetzt nicht, ob die Security da nicht abcuttet, aber ich werde auf jeden Fall in der ESN-Halle sein, da am ESN-Stand, eventuell, wenn ihr gute Arbeit macht mit meinem Bro und ihr da das Comment da lasst. Ja, für alle, die es nicht schaffen, gibt es aber auch einen FIBO-Rabatt, beziehungsweise eine ganze FIBO-Woche, die wir bei ESN Start haben. Haut Code Polacco in die Tasten. Und man checkt die Produkte auf jeden Fall ab.
ist auch eingeblendet, was alles genau rabattiert ist. Und dann wird das auf jeden Fall ein dickes Event. Ich freue mich schon übertrieben drauf und hoffe, einige von euch dort zu sehen. In diesem Sinne. Das Ganze ist ja schon generationenübergreifend hier. Also der TV Wetzgau war auch ein sehr erfolgreicher Turn- und auch Gewichtheberverein. Und mein Dad hat ja auch schon tatsächlich Gewichtheben gemacht. Also ich weiß jetzt nicht genau wo, aber ihr seht hier die Bilder. Richtig oldschool noch die Gewichthebermannschaft. Da drüben die Turnmannschaft. Welches Jahr war das? 1990. Hier oben die Pokale auf jeden Fall am Start, die man hier geholt hat. Dann kommen wir hier die Sportrevue, gib mal hierher. Das hier. Ja. Also hier. Eine Ausgabe der Sportrevue. Für 5 D-Mark hier, fit und stark. Das sind die Übungen, Junge. Die musst du machen und dann läuft der Hase. 1980. Classic Physik, Baby, so sieht's aus. Der Laden wurde zu umgebaut jetzt vor ein paar Jahren. Also es sieht schon ein bisschen neuer aus. Früher war hier noch mehr Hardcore-Atmosphäre drin, aber ist auf jeden Fall da, wo ich Bodybuilding kennen und lieben gelernt habe. So. Und der Kollege hängt jetzt auch da. Aber drinnen auch nochmal. Die haben hier richtig, das ist hier richtig der Fanclub. Das feiere ich. Deswegen auch immer, wenn ich komme, unterschreibe ich noch ein paar Shaker und so. Und das freut die Leute hier. Aber jetzt genug gelabert. Jetzt wird es Zeit für den Brustpump. Auf geht's. Bist du bereit? Ja, klar. Feuer frei. Was hast du denn da an? Ja, so ein cooles T-Shirt. Ja, was ist das denn? Wo kriegt man das denn her? Das ist ein geiles Shirt, Alter. Das kriegt man zugeschickt, wenn mein Bruder von uns ist. Ja, Junge, stark, Alter. Das ist ja der Powergang. Also ihr seht, es gab nicht viel, aber man hat mit dem gearbeitet, was man hatte. Und das ist auch wichtig. Und ich sag's euch, aber der Banner hängt hier schon seit 2013, alle. Energy Body, Mega-Protein, gibt dir alles. Und dann einfach Geschmack Zart-Bitter-Chili. Also ESN, Zart-Bitter-Chili-Way, das feiern die Leute vor 10 Jahren. Aber ja, hat sich ein bisschen was getan. Es wurde ein bisschen umgebaut. Also es ist jetzt definitiv viel steriler als es mal war. Damals war das noch hier so hölzern und so rustikaler. Aber ich sorge natürlich immer dafür, dass hier ein bisschen Farbe reinkommt. Alles angefangen hat auf der Bank hier. Das war die Bank, wo ich das erste Mal Bankdrücken gemacht habe hier. Cool. Das war sie. Wie lange ist es her? 10 Jahre jetzt. Okay. Total, oder? Hier hat der mich draufgelegt und es war ja nicht vollgepackt, aber 2 Zehner drauf oder so. Und wie habe ich gedrückt? So. Ja, der linke Arm hat ein bisschen nachgelassen, ja. Aber so ist es mal am Anfang. Wie hat man es weiter gemacht? Immer noch dasselbe Gewicht, bis es dann halt irgendwann mal ging. Ja, herrlich. Schon immer Nostalgie pur, wenn man hier reinläuft, gell? Ja. Du warst jetzt auch wie lange nicht mehr hier? Stimmt. Okay. 2 Jahre, sowas. Ja, waren wir an Weihnachten mal hier. Stimmt, Weihnachten, Punkt. Aber ist schon krass, gell? Okay? Ja, ich war mit meinem Kumpel immer hier abends, aber ich war immer erst im Turn. Turnen, ja, der und dann hat richtig... um 20 Uhr, wo Feierabend war, beim Turn bin ich nochmal hierher, weil there ich is no overtraining. Bock hatte auf Fitness, ja. Fitnesssport und an krass. Geräten, mit Hanteln und so. Überleg mal, als Turner, du hattest ja, als du dann im Kader warst, 2-mal am Tag Training, gell? Ja, 1 bis 2 Mal. Ja, morgens, ich weiß noch, und ja. Dann heim und abends dann nochmal. Ja. Und dann danach ist der oft noch pumpen gegangen, so überleg mal. Also. Ja, genau, von 20 bis 22 wurden wir hier rausgeschmissen. Ja, Mann. Ja, krass, also heftig. Und das hat es mir dann natürlich auch so, habe ich das dann auch gelernt. Also harte Arbeit, ja, die führt ans Ziel. Und klar, sollte man schon immer gucken, jetzt ist gerade zu viel für den Körper und dann Pause machen. Aber ja, auf jeden Fall, sonst verletzt man sich. Bei vielen ist diese Schwelle aber auch, die denken schon früher an diese Schwelle, obwohl da noch Luft nach oben ist. Deswegen, gut, wir fangen an mit Brust. Ich sehe schon, die Kurzhanteln lachen uns an. 45er sind hier Maximum oder 42,5, man weiß es bis heute nicht. Die sind immer noch am Start, die blauen Bänke. Weißt du, wie wir damals angefangen haben immer? Wir haben irgendwo hier angefangen mit den Kurzhanteln und dann habe ich mich immer, Sergi war dann schon da hinten, ich glaube die hast du gedrückt oder so, hier, die hier. Yeah. Und dann wollte ich da auch immer unbedingt hinkommen, ich dachte mir so, ey scheiße, ich muss aufholen. Und dann so mit Jüngeren, also
der war ja natürlich dann schon viel krasser, aber habe ich mich immer gebattelt da hinten, so Woche für Woche hat man mehr gemacht. Und ich bin ja extrem stark im Kurzhantel-Schrägbankdrücken geworden, also jetzt so mit 80ern und so. Ist in der Offseason kein Problem und ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt, warum auch Kurzhantel-Schrägbankdrücken so zu meiner absoluten Lieblingsübung geworden ist, weil wir uns damals hier immer so dreckig einen reingepumpt haben. Was einmal funktioniert hat, sagen wir hier im Schwabenland, es funktioniert auch weiterhin. Junge, Junge, wie das sich anfühlt. Gucken, wie das Gewicht heute reichen wird. Meine Cardio. Geiles Training, einen guten Pump mit seinem ältesten Bruder. Das ist die Mindmaster Connection. Die ist da. Die ist doch sowas von da. Wird doch nie weggehen. Film mal unten. Ich muss die Waden. Ja. Die sind auch nicht von schlechten Eltern, oder? Würde ich sagen. Aber warum ist das so? Ja, weil wir immer nach der Schule von der Bushaltestelle einen Berg hochlaufen mussten. Nach Hause. Die Leute denken, ich joke immer. Aber dadurch sind die von alleine gewachsen. Der Berg, wo wir wohnen, der ist so. Das ist das Geheimnis. Wie viel Grad Steigung? 20 Grad Steigung. Und dann bist du immer zur Schule gelaufen und wieder nach Hause. Und das, wenn du so ein Fettsack warst wie ich früher, dann ist das ordentlich auf die Waden gegangen. Alle, die erfolgreich Waden aufbauen wollen, die Eltern oder selber umziehen, an den Berg, und dann wächst es von alleine. Und schickt eure Kinder bei Wind und Wetter einfach raus und die müssen zur Schule laufen, nicht fahren. Wie man noch früher für die gekämpft hat, gell? Ja. So, weißt du, saß ich noch da richtig, dann hast du die umgesetzt und dann dachtest du, kämpfst um dein Leben, gell? Ja. Dann hast du geschrien, noch zwei, Alter, noch zwei. Das war alles ernst, ja. Nee, es war alles auf jeden Fall nochmal was ganz anderes. Schon immer verschickt zu sehen. So, jetzt mal im Vergleich. Also 12-mal war Maximum, was ich die damals gedrückt habe. 42,5er. Ich würde sagen, heute gucken wir mal. Ich glaube, das Gewicht reicht nicht für einen vernünftigen Satz. Ich würde danach einfach Langhantel-Schrägbank machen, oder? Oder die Brustpresse. Aber machen wir jetzt mal hier noch so als Aufwärmen reinkommen, denken, wie oft ich die drücken kann. Schau mal, wie viele du schaffst. Ja, Mann, hauen wir die weg. Einer muss zählen, Alter. Ich weiß nicht, ich kann nur bis 15 zählen als Bodybuilder. Drüber hinaus kommt nicht so oft vor. Der Olympia kommt, Alter. Ah, 44. Ah. Stark. Oh. Junge, Junge. Progressive Overload. Junge. Stark. Also wenn man es so dann hat sich verzehnfacht jetzt bildlich gesagt, sieht, gell? Zu damals. Ja. Ja, nicht schlecht. Geil. Aber fühlen sich immer noch gleich an wie früher vom Handling. Ja. Also die Griffe, bisschen Schweiß in den Händen, aber die rutschen noch so ein bisschen. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter. Power ist da. Mutters Porridge heute Morgen, gell? Ja. Komm hoch. Ja, eine noch. Geht. Komm, baller was. Ja, Mann. Komm. Ja, Mann. Stark. Killer. Das ist mein Bruder. Ja. Stark, Bro. Ich bin schon wieder kurz davor zu googeln, welcher Club heute Abend offen ist. Welche Flasche wird geholt? Jägi. Jägi. Wie ist es eigentlich für dich, mich bei Mr. O zu sehen? Wahnsinn. Also ich bin auf jeden Fall stolz. Ja? Ja, ich verfolge das schon. Schau es mir immer an. Und bin auf jeden Fall stolz auf dich, egal welche Platzierung oder wie es jetzt ausgeht, aber dass du da überhaupt dabei bist, ist schon für mich ein Wahnsinnsding. Ist nichts Selbstverständliches, muss man dankbar dafür sein. Das denkt man sich voll oft so, Bro. Ich bin auch so, dann bist du das dritte Jahr schon dabei und ich weiß noch, als ich mit Kai, meinem mittleren Bruder, liebe Grüße, der ist immer oder fliegt immer mit auf die Wettkämpfe. Jetzt, wenn er Zeit hat, jetzt haben die viel Arbeit, aber der ist immer am Start und
Da habe ich dem auch so gesagt, ey, einmal Mr. Olympia mitmachen, das wäre ja überkrass so. Und das ist dieses Selbstverständliche, da kommt man schon so ein bisschen rein und das ist immer gut. Deswegen mich mit meinen Brüdern zu treffen, die dann immer sagen, ey, ist alles nicht selbstverständlich und man muss dafür schon immer dankbar sein. Dankbar sind wir, aber wir wollen auch dieses Jahr richtig zerreißen. Deswegen, der pusht mich auch immer, der sagt immer, ich schicke Form-Update, der sagt, stabil, aber geht noch besser. So, weißt du, der bläst mir nie Puder in den Arsch. So. Das war auch immer gut. Yes, jawohl. Nur hoch. Komm. Ja. Geht. Push. Jawohl, die letzte. Komm, hoch, hoch, hoch. Ja, Mann. Druck. Druck. Komm, komm. Fokus. Fokus. Komm. Komm. Sehr gut. Oh, stark. Puh. Ja, Mann, jetzt. Geschallert. Digga, der Kabelzug ist auch legendär hier. Wenn du da mal zu stark gezogen hast, ist gut und gerne mal das Seil gerissen und du lagst dann 6 Meter weiter hinten. Deswegen ist ja auch die Gefahrenzone. Du musst also, immer eine stehen zum Abfangen, ja. Wie ein Airbag. Ja, Mann. Oh, herrlich. Die Psyche tickt immer noch gleich und so ans Limit zu gehen. Das merke ich auch mal, wenn ich mit Magus, mit dem Rühl trainiere. Weißt du, der ist körperlich auch nicht mehr auf dem Stand, wo er war oder halt so 100% fit, aber der Kopf ist ja da. Das merke ich auch immer mit ihm, wenn ich mit Sergi trainiere. Das ist so, es pusht mich mehr und auch, weil er mein Bruder ist und ich ganz genau weiß, er will so das Beste aus mir rausholen. So, weiter geht's jetzt mit der Brustpresse. Und hier war früher die Gewichtheberbühne. Jetzt hier ist CrossFit. So eine Scheiße gab es natürlich früher noch nicht, deswegen kommt ja auch nichts mehr Stabiles nach, oder? Spaß beiseite, aber hier ist jetzt CrossFit-Bereich. Also die haben schon noch aufgerüstet hier. Und wir machen jetzt die Brustpresse, die gab es aber schon immer und die ist auf jeden Fall auch geil. Das war eine meiner Lieblingsübungen früher. Da war ich Profi. Das hat am meisten Spaß gemacht, immer vom ganzen Training. Hier kann man auch cool stacken und dann durchbolzen. Das ist richtig cool. Das war auch ein weiter Weg, da unten anzukommen. Ich sag's dir. Ja. Gekämpft wie die Teufel damals. Geträumt, ja, und die Schulter so. Irgendwie wurde es bewegt, aber es wurde bewegt. Komm. Hopp. Komm, letzte, komm, komm! Druck! Okay. Oh. Geil, Alter, der hat richtig geknallt. Ja. Komm, 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 geht, geht, geht. Ja, noch zwei. Auf, ich bin da. Letzte, komm, 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 komm. Ja, Mann. Langsam runter. Sehr gut. Knallt. Was sagst du eigentlich? Glaubst du, der Sieg bei Mr. O ist möglich? Boah, ich glaube, nichts ist unmöglich, aber dafür muss man schon ordentlich arbeiten jetzt. Ja. Beginnt eine Etappe. Jawohl. Mit einem Haufen für Arbeit und Konzentration. Ja, Etappe. Weil von nichts kommt gar nichts, weil die anderen arbeiten ja auch. Also ja. Man muss immer nur ein bisschen konzentrierter und ein bisschen besser arbeiten wie die anderen. Glaubst du, daran liegt es am Ende? Boah, ich glaube, beim Bodybuilding ist auch noch so ein Thema mit der Tagesform und dies und das. Das sind ja auch immer noch kleine Prozent, aber... Aber man fragt sich schon immer nach einer Saison, ey, was hätte ich jetzt noch besser machen können? So. Weißt du, irgendwo versuchst dann immer noch was raus zu squeezen, wo was besser geht, aber... Ich glaube, im Gesamten ist es einfach die Optimierung des gesamten Prozesses auf lange Zeit gesehen. Also täglich über lange Zeit, diese 5%, 2% besser... sauberer zu trainieren, besser zu essen, besser zu schlafen, besser, keine Ahnung. Ich bin auch kein Profi, aber so denke ich das halt. Ja, du als Turner bist ja in einem anderen Bereich Profi gewesen. Also ist ja nicht das unterschiedlich ist. Ich glaube, das ist überall gleich. Ja. Wenn du auch mit Geschäftsleuten redest, die sagen ja auch, hey, das Unternehmen bringst du voran, wenn du es kontinuierlich so gut versuchst wie möglich. Und Disziplin ist, glaube ich, halt ein großes Wort bei sowas. Ja.
Das ist halt die Frage. Aber jetzt, wo ich, wenn ich sehe, wenn ich jetzt mit einem Chris geredet habe, der so gesagt hat, er hat 4 Monate gar nicht trainiert und der ist Mr. Olympia gerade und ist so, weißt du, macht eher so mal hier, mal da, dann denkst du dir auch wieder, ey, ist das jetzt das, weißt du? Ja. Ist das jetzt so, ich weiß es nicht, das ist halt die Frage, aber ich fand auch immer so Disziplin und harte Arbeit haben die immer Erfolg gebracht. Ja. Grundlegend mal, aber bei vielen wie bei uns, die sind ja dann schon so workaholic, dass die, wenn es gehen würde, würde ich ja auch 5-mal am Tag trainieren. Ja. Weißt du? Das ist dann, glaube ich, zum Thema Disziplin gehört auch diszipliniert die Regeneration einzuhalten. Ja, das ist ja auch wieder was, wo man abwiegen muss. Listen and learn. Nein, aber das stimmt. Yeah. Das hat mir Stefan auch erst gesagt. Und das war, finde ich, so noch das, wo ich mehr Prozent rausholen kann. Genau. Die Disziplin auf Regeneration zu achten. Da hast du dich ja schon wesentlich verbessert in der letzten Zeit mit deiner... Ja, die letzte. Eine Woche nach dem Wettkampf. Schlaflabor und alles. Eine Woche nach dem Wettkampf habe ich... Ja, aber das ist gar nicht gemeint, sondern dieses... Nach dem Wettkampf eine Woche erstmal gar nicht trainiert. So. Zum Beispiel. Das habe ich letztes Mal vor 6 Jahren gemacht, als ich mit Krücken hier reingegangen bin. Das hast du mir auch letztens doch noch gesagt, wo du gesagt hast, jetzt irgendwie heute nicht trainieren. Ja, dann war der so, dann was? War der so in der Psychose drin, nein, ja. Aber eigentlich soll man gehen. Da sage ich, nee, heute ist doch kein Training bei dir. Und dann hat es eine halbe Stunde hat er gebraucht, bis der Prozessor das mal alles verarbeitet hat, dass heute kein Training ist. So. Ja, definitiv. Ich lerne ja auch noch, weißt du, das ist ja das. Das ist ja das. Und ich glaube, der Prozess endet auch nie vom Lernen. Die gab's hier noch nicht früher. Nee. Nee? Die ist neu. Die hat er irgendwo billig gekauft. Ja. Ja. Billig ist immer gut. Ja, solange sie wirkt, muss wirken. Preis, egal. Jawohl. Das Ding muss knallen, aber das sieht doch da noch aus. Das war zu verliehen. Ja. Oh ja, die ist gut. Das Billige kann was. Komm, einen zusammen noch und jetzt bis hier. Drück. Ja. Komm hoch. Jawohl, pump. Ja, geht. Noch 2. Und die letzte. Jawohl. Immer wichtig, dem großen Bruder auch den Formcheck zu machen. Der weiß auch immer, wie sich was entwickelt und kann da auf jeden Fall auch seine Meinung dazu abgeben. Wir haben auf jeden Fall Ziele im Kopf, die wir erreichen wollen und ja, wie sind wir erzogen worden? Ziemlich zielfokussiert, würde ich sagen. Ziemlich, ja, es war schon immer cool von meiner Mom, die immer so gesagt hat, macht, was eure Leidenschaft ist, aber wenn ihr es macht, dann 100%. Das stimmt. Und gibt Vollgas. Sie selber ist auch als Ballerina nach Deutschland gekommen, hat eine Tanzschule aufgemacht und so. Ist auch ihren Weg gegangen und hat das gemacht, worauf sie Bock hatte. Ich glaube, das ist in unserer Genetik drin, dieses ja, arbeiten wollen und Gas geben wollen. Deswegen sage ich euch, mit meinem kleinen Kreis, Alter, wird es auf jeden Fall was geben. Und ja, wir werden alles geben, um im Oktober da richtig einen draufzusetzen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, Alter, heute einen guten Brustpump rausgehauen. Zeit für einen guten Shake und dann will ich gar nicht wissen, was daheim auf uns wartet, wenn wir nach Hause kommen, weil wir sind zu Besuch bei Mutti. Ja. Und wenn Mutti sagt, es gibt Essen, dann aber richtig. In diesem Sinne, was Sergi mir auch immer beigebracht hat, früh am Ende, immer diese, ich sag mal, Natural-Übungen wie Klimmzüge, Liegestütze, Dips, waren mal richtig Action. Das und haben wir immer gemacht. Das war immer so Abschluss des Trainings, Finisher. Zum Ausbruch, genauso wie diese Maschine. Secrets to get big. Kalitschinski Secrets, ja. Vorbereiten für den Club später. So waren wir dann fly. Möchtest du dich verletzen? Auf dem Dancefloor, Junge. Komm lieber runter das ist, von der das Maschine. Das ist für alle, die die Wintersaison dann hier Skifahren gehen. Können hier schon mal üben dann. Ja, Mann, das sind die Oldschool-Maschinen, das macht die Waist schmal, gell? Für die schwarze Piste. Wir machen jetzt hier nichts für die schwarze Piste, sondern wir machen Finisher Liegestütze. Genau, mit Beinen oben.
20. Oh. Oh, 30. Haben 10 Stück noch zusammen. Okay. Ja, warte. Auf mehrere Etappen. Schau mal auf. Das ist mein Bruder. Da merkt man die Zeit. Ja, Mann. Egal, gemeinsam verabschieden. Komm. Okay. 1. Sieben. Komm, 3 Stück, warte. 5 Atemzüge. Okay, 3, komm. 1. Oh, ah, nichts mehr, Alter. Ah, oh, fuck. Oh, ich will aufstehen. Oh. Puh. Oh, Junge. Oh, was für eine Session, Alter. Wie man sagt, mit den 50 hast du ein bisschen erledigt. Richtig. Haben wir es gut gemacht. Geil, Alter. Ja. Darum geht's. Spaß, Familie, Ziele stecken, Gas geben, Ziele erreichen, gemeinsam wachsen, Alter. Und damit verabschieden wir uns hier aus dem Five, aus dem Ort, mit dem Mann, wo alles begonnen hat. Dank dir für die Zeit, Mann. Ja. Richtig auch. Korrekt. Bei deiner ganzen Arbeit, die du zu tun hast, Junge. Nicht selbstverständlich. Deswegen, ich nötige den Junge, der macht jetzt auch einen Insta-Account. Und ich will Kommentare sehen. Geht auf die Fibo und holt euch die Energy vom großen Bruder. So ja. Sieht's aus. Ja, Leute, dem gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Die Brust ist aufgepumpt. Wir sind auf jeden Fall bedient. Und jetzt auf jeden Fall hungrig aufs Post-Workout-Meal. Aber ich bedanke mich bei euch für euren Support auf jeden Fall, auch über die Zeit jetzt, wo ich ja ein bisschen Pause gemacht habe. Eure Nachrichten erfreuen mich jeden Tag aufs Neue und die Comments zu sehen, zu lesen und zu sehen, was für eine fette Community dahinter steht, wie stark diese Community ist, feiere ich einfach extrem. Ist wie in der Familie, Alter. Und ja, Mann, wir sehen uns und haltet die Ohren steif bis dahin. Was gibt's noch zu sagen? Ja, danke auf jeden Fall für den kräftigen Support von meinem Bruder. Ja, das finde ich echt unglaublich cool von euch. Ja, bleibt weiterhin gesund und passt auf euch auf und gebt immer Vollgas. Ja, aber wenn ihr das jetzt nicht euch nicht hinter die Ohren schreibt, dann gibt's Ärger vom Bruder. Haut rein.